Herzlich willkommen im Aquazentrum. Ich packe heute den Lurd Hydrofix für euch aus und zeige, was sich alles im Karton befindet. Im Anschluss wird unser Wasserexperte Karl-Heinz Asenbaum messen, wie viel Wasserstoff im hergestellten Wasserstoffwasser gelöst ist und wie viel Wasserstoff der Hydrofix produziert. Jetzt hole ich erstmal die Sachen aus dem Karton. Das erste ist das Netzteil. Hier würde ich mir eines mit deutschem Stecker wünschen oder zumindest einen Adapter. So, dass ich ihn nicht separat besorgen muss. Dann sind ein paar Zettel dabei und eine Bedienungsanleitung. Als nächstes entferne ich die Luftpolsterfolie, mit dem der Lurd eingewickelt ist. Die Kanne ist nochmal extra verpackt und innen in der Kanne ist auch nochmal eine Folie. Am Unterteil der Kanne befindet sich die Elektrolysezelle. Sieht aus wie ein Drahtgitter. Hier hält ein Stück Klebstreifen einen Deckel geschlossen. Den mache ich mal weg und finde einen Wasserfilter, der auch in Folie gepackt ist. Hier ist noch ein Klebstreifen über einem Stopfen, diesen entferne ich auch. Aha, der Stopfen verschließt scheinbar einen Ablauf. Hier gehört dann das Netzkabel rein. So, dieses weiße Ding kommt mal wieder in die Kanne und der Deckel obendrauf. Das war schon der erste Teil vom Lurd Hydrofix. Es ist noch ein zweiter Karton dabei, den nehme ich mir als nächstes vor. Hier drin befindet sich die, ich nenne sie mal, Inhalationseinheit. Ein weiterer Deckel und ein Filter, den man nachher in den Deckel des Lurds gibt. Die Installationseinheit sieht aus wie ein Headset. Man steckt die Schläuche zusammen und steckt das Ende auf den Inhalationsdeckel. Ich zeige euch das Ganze nochmal aus der Nähe. Das ist nochmal der Filter für den Deckel. Ich schätze, die Idee dabei ist so etwas wie ein Nach- oder Geschmacksfilter. Jetzt zeige ich die Kanne nochmal nah. Der Deckel hat eine Schnute zum Ausschütten und ist über eine Art Bajonettverschluss mit der Kanne des Hydrofix verbunden. Diese weiße Kappe ist dazu gedacht, den produzierten Wasserstoff im Wasser zu halten. Die schwimmt dann auf dem Wasser in der Kanne. Hier unten im Boden der Kanne sieht man die Elektrolysezelle. Ich baue es mal wieder zusammen. Ach nee, ich zeige euch noch, wie das mit der Inhalationseinheit aussieht. Da kommt der Inhalationsdeckel drauf und an diesen stecke ich den Schlauch zum Installationsheadset. So, jetzt mal das Zeug weg und ich schaue mir das Gerät genauer an. Hier sind die Kontakte für die Elektrolysezelle. Und wenn ich diesen Stopfen entferne, kann da wohl Wasser rauslaufen. Wenn ich die Klappe hier öffne, kann ich einen Durchgang erkennen. Dieser Filter hier bereitet scheinbar das Wasser für die Elektrolyse auf. Er kommt hier hinein. Hier ist das Bedienfeld mit einer Wasserstoffkonzentrationsanzeige, die bis 1,2 Parts per Million geht. So sieht das ganze Gerät dann nachher aus. Ich bereite es mal für die Benutzung vor, damit Karl-Heinz nachher den Wasserstoffgehalt ermitteln kann. So, wie ich die Anleitung verstanden habe, soll ich mindestens 3 Stunden Wasser im Behälter stehen lassen und dieses dann austauschen. Jetzt habe ich die Kanne mal ausgespült und bis zur 1,5 Liter Markierung frisches Wasser eingefüllt. Das Wichtigere ist, glaube ich, hier Wasser einzufüllen, damit die Elektroden der Elektrolysezelle einweichen. Diesen Filter habe ich unter fließendem Wasser gespült. Und es kamen rote Verarbeitungsrückstände dabei heraus. Besser, wenn die weg sind. Nachdem ich den Filter wieder eingesetzt habe, fülle ich 100 ml kaltes Wasser hinein und schließe den Deckel. Und siehe da, das Wasser läuft in das Unterteil des Hydrofix. Ob fix wohl heißen soll, dass es schnell geht? Das lasse ich jetzt besagte 3 Stunden stehen, beziehungsweise ich fahre in Urlaub. Und unser Experte Karl-Heinz Asenbaum führt die Wasserstoffgehalt-Testung am Lurd Hydrofix durch. So. Dann haben wir also 1,5 Liter.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 13 nicht. Also 1,3 ppm nach 30 Minuten. Bei 1,30 starte ich. Magst du das mal sehen, Yasin, wie viel Wasserstoff der produziert? Ein angeblicher Inhalator. Ja, sie das muss sehen.
machst du ja gar nichts. Das ist so lächerlich. Ja. Die Spinnen, oder was ist das denn? Es ist doch eine solche Verarschung. Mein Tropfen hat wie viel? Hä? Mein Tropfen hat wie viel Milliliter? Also ich hab jetzt 3,5 Minuten und hab 15 Milliliter. 20. Ja, genauso wie der Booster. Und das ist ja jetzt gesättigtes Wasser, ne? Also da geht nichts verloren. Normalerweise, wenn du da frisches Wasser rein tust, kommt erstmal gar nicht mehr so viel. Weil ja im Wasser sich auch was löst. Jetzt löst sich nichts mehr im Wasser, weil es schon gesättigt ist. Aber ist trotzdem so. Also diesen Vergleich, der würde mich interessieren, dass du frisches Wasser nimmst und dann schaust eben, wie viel dann entsteht. In derselben Zeit. Ob es wirklich weniger ist, das kann man nicht vorstellen. Ja, natürlich ist es weniger. Das hängt exakt hier abfüllend und dann frisches Wasser. Das wäre doch der Beweis, dass da wirklich viel Wasserstoff reingeht. Ja, aber das kann man ja umrechnen, Milliliter in Milligramm. Jetzt ist das Handy ausgegangen, jetzt sehe ich die Stoppuhr nicht mehr. Kannst du es wieder einschalten? Das ist so kläglich. Da müssen wir eine Vorrichtung einbauen. So, 6,5 Minuten und wir haben jetzt 38 Milliliter, das heißt, es waren 5 Minuten 38 Milliliter. Kann ich stoppen? Ja, jetzt ist es egal. So, that's it. Bist du an Wasserstoffwasser trinken interessiert, dann schau bitte das linke Video. Bist du an Wasserstoff inhalieren interessiert, schau das rechte Video.